Immer bitten, sich einmal vorzustellen mit dem Namen und Ihrer Position im Unternehmen bei Herr Küchenmeister. Mein Name ist Dominik Hertrich und ich bin in der Firma Küchenmeister fürs Marketing und für die Pressearbeit zuständig. Herr Hertrich, wir waren heute hier bei der Veranstaltung hier in Herne über die Kranger Weihnachtskirmes in eine Diskussionsrunde. Können Sie uns einmal kurz Ihr Konzept vorstellen? Was genau ist mit der Kranger Weihnachtskirmes gemeint? Ja, ich versuche es ganz kurz zu machen. Man kann das in aller Ausführlichkeit auf unserem YouTube-Kanal sehen, auf der Kranger Weihnachtskirmes. Im Prinzip geht es darum, dass wir auf einem Teilstück des Kranger Kirmesplatzes, also wir reden ja vielleicht von so einer Bebauung von 25%, Pi mal Daumen, dass wir da wieder so eine Art Mini-Themenpark hinzaubern möchten, das heißt mit verschiedenen Themenbereichen, einer Eisbahn, mit einem Eisstockschießen, mit einer Gastronomie, mit einer schön ausgestatteten Gastronomie, mit einer hohen Aufenthaltsqualität, mit einem Weihnachtsmarkt, also mit Händlern, mit Geschenkartikeln, wie man das vom Weihnachtsmarkt kennt, mit einem aufwendigen Showprogramm, also mit einer Weihnachtsparade, mit einer Bühne, wo dann auch eine Weihnachtskindertheaterstück, Musical aufgeführt wird, mit einem fliegenden Weihnachtsmann, mit einer Eiskulpturenausstellung und eben auch mit Fahrgeschäften, mit einigen Kinderfahrgeschäften und einigen Highlights für Erwachsene und für Familien. Mit den 25% Bebauung, ist da nur die aktive Fläche gemeint oder auch die Parkplatzsituation? Da ist nur die bebaute Fläche für unser Winterwunderland mit gemeint. Die Parkplatzsituation ist so, dass eben auf dem restlichen Teilstück des Kranger Kirmesplatzes, was dann von der Mittelfläche, die wir bebauen möchten, also so circa zwischen Kranger Friedhof und hin zum Kanal, dass wir dann auf der Fläche dahinter und auf der Fläche davor, da können wir dann für unsere Besucherinnen kostenlose Parkplätze zur Verfügung stellen. Wir haben auch mitbekommen, in der Präsentation wurde von besonderen Aktionen geredet. Wie ist mal so eine solche Charity-Aktion? Wie soll das denn dann ablaufen und aussehen? Naja, wir stellen zum Beispiel eine Hütte zur Verfügung, kostenfrei, für, wo dann Wechsel stattfinden kann von verschiedenen lokalen Fördervereinen oder von gemeinnützigen Organisationen, die da dann die Hütte nutzen können, um eben ihre Aktionen, ihre Besonderheiten anbieten zu können. Wir möchten einen Wunschbaum machen, den wir zum Beispiel in unserer Erlebnisgastronomie aufstellen könnten, wo dann ein größerer Weihnachtsbaum ist mit einer Pinnwand, wo man dann seine Wünsche anpinnen kann. Und davon möchten wir dann die schönsten Wünsche halt ideeller Art mit einem besonderen Wert vielleicht möchten wir dann erfüllen. Das sind einige Charity-Aktionen, die wir uns vorstellen können, unter anderem. Wir möchten auch zum Beispiel freies Eislaufen machen für Kindergärten zu ausgesuchten Betriebszeiten, dass auf unserer Eisbahn dann Kindergartenkinder eben da frei Eislaufen können. In der Diskussionsrunde wurden heute ja auch verschiedene Punkte von Anwohnern angebracht, wie zum Beispiel die Parkplatzsituation oder generell Probleme, die Sie von der Krankenkirmes kennen. Aber was sind da Ihre Lösungskonzepte, zum Beispiel mit der Parkplatzsituation oder auch mit dem Lärmschutz? Nun ja, erstmal mit dem Lärmschutz wird ein Konzept erarbeitet mit der Stadt Herne und wir haben da auch eine einheitliche Weihnachtsmusik, also nicht wie man das von einer Kirmes kennt, weil es eben keine Kirmes werden soll, sondern ein Weihnachtswinterwunderland, wo es dann eine einheitliche Musik gibt mit einer gewissen Dezibelgrenze, also stimmungsvoll, besinnlich, ruhig, einheitlich, weihnachtliche Musik. Noch mit als jetzt als Kritikpunkte aus dieser Veranstaltung für sich und Herr Küchenmeister mit, um das Konzept noch zu verbessern. Ja. Also wir haben einerseits die Parkplatzsituation, die Sie ja schon angesprochen haben. Das ist ein Punkt, wo wir uns auch keine Sorgen, Gedanken schon, aber keine Sorgen, weil wir eben genug Fläche auf dem Kranger Kirmesplatz zur Verfügung stellen können, die kostenfrei genutzt werden, weil wir, und da sind wir auch in Gesprächen, Teilflächen davon für Anwohner ausweisen können, sodass es für alle Anwohner, das ist etwas, was wir gewährleisten möchten, so gut es irgendwie geht, dass die Anwohner so nah und so gut wie möglich an ihren jeweiligen Häusern, Wohnungen parken können.